Yeah, what's up guys? My name is Duke. Please activate the English subtitles in the video settings. Twice feels special. In der Hoffnung, dass meine Twice-Reaction dieses Mal nicht wieder von JYP geblockt wird. Also wenn ihr euch wundert, warum ich keine Fancy und keine Breakthrough-Reaction habe, ich hab sie, aber sie wurden geblockt. Das ist richtig traurig. Let's go. Regen. Cool. Warum sehen die alle so hübsch aus? Oh mein Gott, Sanders Haarfarbe ist ja mal... Damn. Oh mein Gott, Cheyenne ist in der Future angekommen. Alter, ihr Outfit ist so cool. Oh, okay, sorry, das Outfit ist cool. Und Joey singt nicht so hoch. Richtig nice. Momo is always slaying. Damn. Sana ist gerade also in einem ganz anderen Modus. Ich bin überfordert. Das ist nicht das, was ich von einem Twice-Song erwarte. Das ist... Ah. Krass, die Location. Oh mein Gott, das ist so eine Art anderes Universum. Sie ist eigentlich in einem... Und Momo ist in dem Raum, wo dieses... I got it! Oh mein Gott, Gio. Gio hat die Vibes. Alter. Einfach anders. Also können wir bitte mal, wie krass die Location, also ich kann nicht mehr sprechen. Ja. Diane's Webstimme ist so. Ein Raum voller Nayeon auf Fernsehern. Träume werden wahr. Ich mag die interaktive Kamera, dass sie so nah dran sind und sich nicht bewegen. Das ist richtig nice. Alter, die Dance Moves. Das ist voll Power, voll. Also. Momos pinkes Outfit ist sick AF. Sana mit blauen Augen ist auch... Ah! Damn! Twice, was macht ihr mit mir? Die Vibes, die Locations, die Outfits und auch dieses Mal wirklich die Choreo. Ganz anderes Level, ohne Witz. Das ist auch nicht mehr vergleichbar. Ich finde es auch nicht mehr vergleichbar mit einem anderen Song oder einer anderen Gruppe. Das ist wirklich, es ist hart zu erklären. Es ist ein Mix aus powerful Vocals mit dieser ladylike-en Eleganz, ohne zu sexy zu sein und ohne zu cute zu sein. Also es ist so, du hast das Gefühl, Twice ist jetzt endgültig so eine erwachsene Girlgroup, ohne irgendwo over the top zu sein. Also ohne zu krass sexy, ohne zu krass girly. Das ist so, es ist voll schwer zu erklären, aber ich find's richtig, richtig geil. Ohne Witz. Also das ist wirklich der beste Twice-Song, den ich seit langem gehört habe. Und wir hatten Fancy und wir hatten Breakthrough. Und das waren halt schon echt Killer-Songs. Aber das ist ein anderes Level.